Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Und zwar geht es heute um ein, zwei Dinge, die ich mit euch besprechen möchte. Und natürlich möchten wir uns den Motor nochmal anhören, bevor der nächste Umbau gestartet wird. Viele von euch können sich schon vorstellen, worum es geht. Ich blende euch mal ganz kurz ein, was euch im nächsten Video erwartet. So, natürlich, geile Sache, MVT-Zündung mit Lichtpol, hatte ich euch ja gesagt, ist noch so mein Plan, möchte ich gerne noch machen. In Zukunft wird sich auch ein bisschen was ändern. Ich werde in Zukunft die Videos nicht mehr am Freitag um 10 Uhr hochladen, sondern sonntags um 19 Uhr. Ich habe gemerkt, Freitag 10 Uhr macht einfach mega überhaupt keinen Sinn. Ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten. Ich habe meine Statistik mal ein bisschen durchgeschaut im YouTube und habe festgestellt, dass Sonntagabend oder Mittwochabend die besten Zeiten sind, um ein Video hochzuladen. Und das werde ich jetzt in Zukunft auch so handhaben. Genau, deshalb heute das erste Video um 19 Uhr, kleiner Testlauf. Wir möchten uns heute den Motor nochmal anhören. Einfach nochmal roundabout um das Fahrzeug herum. Ja, das Hinterrad steht hinten am Paddock an. Nur mal ein bisschen schräg halten. Oh.
Also man merkt richtig, wie er braucht, um die Masse in Schwung zu bringen. Das merkt man richtig. Vergaser ist wirklich gut, Kerze haben wir ja gesehen. So, also an für sich finde ich, ist schon mal ein mega geiler Sound. Man merkt aber, dass der Motor mehr kann, als die Zündung ihm aktuell erlaubt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir dann im nächsten Video die Zündung mit Lichtpol umbauen werden. Da nehme ich euch dann mit. Ja, auch für diejenigen, die eine MVT einbauen wollen, ist es halt einfach eine gute Base zu schauen, wie hat Kenny das gemacht, wie funktioniert das. MVT habe ich selber noch nicht verbaut. Ist jetzt auch für mich dann Premiere, das erste Mal MVT-Zündung. Sonst immer RT-Zündung, Malossi-Zündung, Ital-Kit, Standard-Gedöns. Muss mir noch ein bisschen schlau machen, wie genau das Ding eingebaut wird. Also, in Zukunft Videos, Sonntagabend, 18, 19 Uhr. Muss ich mal schauen, wo es sich einpendelt. Danke fürs Zuschauen. Wer noch kein Abonnent des Kanals ist, darf das in diesem Moment gerne werden. Ich würde mich mega über ein Feedback von euch freuen. Und natürlich nutzt meinen Rabattcode SirKenny. Bei Scooter Attack könnt ihr 5% sparen. In diesem Sinne, schönen Sonntagabend wünsche ich euch noch. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.